Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Vor ein paar Tagen sind hier drei neue Pferde eingezogen, habt ihr ja im Vlog gesehen. Und ich hatte, da meine Mama da war, die Möglichkeit mal ein bisschen zu filmen, wie ich wirklich das allererste Mal auf einem der Pferde saß. Also ich bin nicht der erste Reiter, der auf dem Pferd saß, aber gerade wenn das wirklich junge, grüne, unerfahrene Pferde sind, dann ist das erste Mal ja doch ziemlich spannend. Und wie wir das Ganze dann so handhaben, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Das Pferd, was ihr da sehen werdet, das ist, also ich nenne ihn Louis. Die Eigentümer nennen ihn Ludi, aber Louis finde ich eigentlich ganz süß. Er ist jetzt gerade 5 geworden mit dem Jahreswechsel und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Pferd, wie ich finde. Mal schauen, wie es springtechnisch dann so aussieht, aber lasst euch einfach überraschen. Also, hier sehen wir, ich nenne ihn Louis. Er heißt mit Sportnamen Louvinos und ist 5-jährig jetzt gerade geworden mit dem Jahreswechsel. Ist noch sehr grün hinter den Ohren. Also, das ist jetzt ein Tag nach dem Einzug und er hat sowieso hallentechnisch noch so gut wie gar nichts gesehen. Dann war natürlich draußen im Stall auch was los mit Pferden, aber das nur so kurz als Vorgeplänkel. Dass ihr kurz Bescheid wisst, ich habe euch auch die Abstimmung einmal hier mit reingeschrieben. Ihr seht schon, er ist sehr groß, aber ist ja genau das, was ich möchte. Naja, aber jedenfalls longiere ich prinzipiell erstmal ab. Ihr seht, er ist auch jetzt nicht so derjenige, der von sich aus großartig hier rumspringt, aber nachdem ich ihn schon an der Halfterlonge so ein bisschen kennengelernt habe, wusste ich das zwar, aber man weiß ja nie, wie es dann mit Sattel ist und so. Deswegen wird erstmal beidseitig natürlich ablongiert, viel Ruhe zwischendrin. Ich werde mir jetzt auch mal noch einen Kappzaum bestellen, dass ich damit dann ablongieren kann in Zukunft. Aber alles so ganz in Ruhe, ganz Gemach. Ihr seht, ich finde den ziemlich toll. Ja, auch das Nachgurten mache ich immer ganz vorsichtig, dass man nie irgendwie Gefahr läuft, das zu schnell, zu doll zuzumachen. Weil man weiß ja nie, wie die Pferde dann so reagieren. Ne? Man lernt die gerade wirklich kennen. Gerade bei so ganz jungen, unerfahrenen muss man sich da lieber ein bisschen mehr als zu wenig Zeit nehmen. Deswegen hier auch ein paar Runden auf der rechten Hand. Aber ihr seht, er ist echt schon viel entspannter, auch wenn da dann mal so Pferde kommen oder so. Guckt er kurz, aber lässt sich nicht groß ablenken. Das Angaloppieren jetzt hier wurde schon auch viel flüssiger von ihm umgesetzt. Wenn da auch dieser kleine Kopfschüttler war, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Bisschen Leben soll ja auch in die Pferde rein. Aber wenn ich merke, dass die Pferde so brav sind, ich longiere die jetzt nicht ab, dass sie keine Kraft mehr haben und ein bisschen ausgepowert sind. Manche brauchen das auch, aber das mache ich in der Regel nicht, sondern dass ich einfach sehe, wie die Pferde reagieren. Wie sind sie so drauf? Wie sind sie auf mich fokussiert? Wie nehmen sie die Umgebung an? Wie nehmen sie das ganze Sattelzeug und so an? Und dann bin ich hier nochmal ganz in Ruhe mit ihm zusammen ein bisschen Schritt gelaufen, um auch den anderen Teil der Halle noch ganz entspannt kennenzulernen, dass er nicht nur vorne longiert wird, sondern dass er auch den Rest ganz in Ruhe anschauen kann. Dann habe ich die gute Fee Conny zu Hilfe gehabt. Okay, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man auf das Pferd überhaupt gar nicht ohne Hocker hochkommt. Ich habe ja draußen meine Aufstiegsleiter von Grovi, aber die ist viel zu sperrig, um die da so reinzutragen, weil man da immer so einen Kasten stehen. Und ich mache da auch ziemlich viel Lärm und Pamphlet. Erstens will ich natürlich auch meine Stiefel vom Sand befreien, bevor ich in die Steigbügel gehe, dass ich mir Halt habe. Aber das müssen die auch von Anfang an lernen. Also da nehme ich auch sozusagen kein Blatt vor den Mund oder wie sagt man das dann, kein Schallschutz unter die Füße. Und dann aber mit ganz viel Ruhe. Also ich habe euch das jetzt echt hier ungeschnitten reingepackt. Das dauert so seine Zeit, da watschelt man auch das ein oder andere Mal mit hinterher. Aber eben immer ganz in Ruhe. Dann mal Fuß hoch, bisschen am Sattel wackeln. Genau, das seht ihr jetzt hier. Dann schauen, wie er reagiert. Wenn er weggeht, laufe ich dann eben wieder mit. Das bringt nichts, da gleich von Anfang an Terz zu machen, dass er stillzustehen hat, weil die Pferde sollen das ja mit was Positivem und mit Ruhe verbinden und nicht schon von Anfang an so viel Tamtam machen. So, dann ganz langsam hoch.
Ich weiß ja, dass er das ja kennt, ne? Aber man weiß nie, wie die Pferde in neuer Umgebung und so reagieren. Deswegen bleibe ich da erstmal so an der Seite. Conny hält auf der anderen Seite gegen, dass ich nicht den Sattel runterziehe. Und dann, wenn er ruhig steht, dann kommt auch das Bein rüber, wenn er in dem Moment wieder ein bisschen hastig wird. Kann passieren, kann man in dem Moment aber nichts ändern, wenn man so halb über dem Pferd steht. Dann erstmal wieder Ruhe rein in das Ganze. Ihr seht, ich stehe mit dem linken Fuß im Bügel, den rechten lasse ich erstmal draußen. Ich habe zwar meine Sicherheitssteigbügel hier, das ist mein Sattel, aber trotzdem weiß man ja nie. Vielleicht muss man mal ganz unvorhergesehen schnell abspringen, dann bleibe ich erstmal mit einem Bein draußen. Aber mit dem anderen Bein, was im Bügel ist, kann ich schon mal so anfühlen, wie nimmt er den Schenkel, wie die Schenkellage eben ist, an. Mit dem anderen kann ich erstmal ganz vorsichtig sein, mich da auch rantasten. Wie ist er da, wenn das Bein länger ist, wenn sich das vielleicht ein bisschen mehr bewegt als jetzt so in der Position des Sattels. Und ja, ihr seht, das ist alles sehr unkompliziert, sehr entspannt. Ich habe vollstes Vertrauen von Anfang an in dieses Pferd gehabt. Ich finde den wirklich, wirklich toll. Vor allem auch deswegen, weil unser jetzt Jährling vom Format her hoffentlich, wenn alles gut geht, genauso wird. Da freue ich mich sehr drauf. Ihr seht schon, echt, der ist riesig, ne? Also wir haben ihn jetzt noch nicht genau gemessen. Die Eigentümer hatten ihn wohl vor ein paar Wochen gemessen, da war er wohl 1,79. Wir müssen das aber nochmal nachmessen, das will ich aktuell wissen. Aber dann gibt es erstmal so ein paar Runden an der Longe, einfach als Sicherheitsaspekt. Wie gesagt, man weiß nie bei solchen unerfahrenen jungen Pferden. Und ich versuche da eine ganz, ganz lockere Anlehnung vorne nur zu geben. Auf solches Gewatschel da gehe ich überhaupt gar nicht ein. Einfach nur Rahmen schaffen, hingeben, bisschen links, rechts, natürlich jetzt auch Hand wechseln. Also die Longe ist einfach nur zur Sicherheit da, falls irgendwas sein sollte, dass ich da von unten Hilfe bekomme. Aber ihr seht auch hier Nachgurten und so völlig tiefenentspannt, obwohl er hier so ziemlich das erste Mal so richtig in der Halle geritten wird, macht ihm gar nichts aus. Ja, einmal hier kurz rüberschwenken, das ist ganz normal bei solchen jungen Pferden und vor allem mit solchen langen Beinen. Ich meine, die muss man ja auch erstmal ordnen und unter Kontrolle bekommen. Ja, ihr werdet dann auch gleich sehen, dass rechtsrum definitiv seine schwächere Seite ist. Also bei jungen Pferden ist es sowieso, ne, noch ganz viel Arbeit alles. Aber linksrum fühlt er sich deutlich wohler und rechtsrum hat er noch viel mehr Probleme. Da katscht er vorne mehr rum und ist unausbalancierter. Aber ihr seht, wie entspannt wir hier alle sind. Also wir machen uns da gar keine Platte, dass irgendwas passieren könnte. Aber bevor ich jetzt hier noch weiter rumrede, lasse ich euch ein bisschen zuschauen. Ich glaube, ich habe euch jetzt schon viel erklärt. Falls ihr irgendwie noch Fragen habt, keine Angst, ich melde mich auch nochmal im Laufe des Videos. Aber schreibt die gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwie Fragen zur Ausrüstung oder so habt. Also das ist die Trense, mit der er kam. Da habe ich jetzt nichts rumprobiert, rumgestellt. Wie gesagt, das war das allererste Mal reiten. Und das ist mein Sattel, den ich auch auf der Püppi habe. Die haben vom Widerrist her ziemlich gleichen Körperbau. Das funktioniert, der kam eben ohne Sattel. Und ich schaue dann, welcher Sattel von meinen da am besten drauf passt. Weil mit Pads kann man da erstmal viel arbeiten. Man braucht jetzt keinen krass angepassten Sattel auf ein Jungpferd, weil dann hat man in 2 Monaten wieder den Sattler da und hat wieder für 2 Wochen den Sattel zur Reparatur oder zum Anpassen, besser gesagt. Ja, okay, jetzt habe ich doch rumgeredet die ganze Zeit. Longe ab, alles mit rausnehmen und dann geht's frei weiter. Auch da erstmal wieder Schrittpause, alles ganz in Ruhe. Wichtig ist eben dabei, dass man selber einfach entspannt bleibt. Es bringt keinem was, wenn man da oben drauf sitzt und so eine Grundspannung in sich hat. Natürlich ist man irgendwo immer so ein bisschen vorsichtiger, gar keine Frage. Eben weil Nummer 1 neues Pferd und Nummer 2 neues grünes Pferd. Aber trotzdem muss man immer eine gewisse große Portion Gelassenheit mitbringen. Er bringt die ja auch mit. Er gibt sein Bestes, er versucht sich da auf die Situation einzulassen. Natürlich funktioniert das mit dem Körper noch nicht so ganz, wie er das gerne möchte oder wie ich das vielleicht von ihm irgendwann mal haben möchte. Aber das ist ganz normal. Das ist ja auch die Ausbildung, die vor uns liegt. Und das ist der Job, den ich zu tun habe.
Und dann bleibe ich auch erstmal so hier vorne auf dem Zirkel. Den Zirkel kennt er, da hat er sich jetzt schon wohlgefühlt. Auch wenn jetzt hier, ne, schon Takt und sowas ist alles noch ein bisschen schwierig. Er ist sowieso eher so der langsamere Übersetzer, habt ihr gesehen. Die langen Beine sind nicht so flink. Und da muss man schon dran sitzen, erstmal Takt herstellen. Wenn ihr die Skala der Ausbildung kennt, dann wisst ihr, dass Takt der allererste Punkt dabei ist. Und deswegen schaue ich einfach, dass ich ein gleichmäßiges Grundtempo habe. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Kleine Ausfälle schnell korrigiert bekomme. Jetzt hier einmal so Hand wechseln. Gut, das war vielleicht auch gleich ein bisschen mutig, ne? Mit einem aus dem Zirkel wechseln auf die neue Seite, wo er jetzt noch gar nicht frei rumgeritten ist, zu wechseln. Aber hätte ja auch klappen können. Aber auch wenn es dann erstmal im Schritt geht und dann wieder locker antraben, ist das auch gar nicht schlimm. Ich bin absichtlich nicht bis ganz hintergeritten, falls euch das auffällt, weil das Tor, habt ihr vielleicht schon bei Instagram mitbekommen, ist für die Pöpi ja immer der große Feind Nummer 1 und zwar täglich. Und das hat sie anscheinend auch den jungen Neuankömmlingen direkt geflüstert, dass es da hinten gruselig ist. Klar gucken die da alle mal, aber ich gehe da auch gar nicht so drauf ein. Ich lasse mich da nicht mit runterziehen sozusagen so auf diese Ebene, sondern ich stehe einfach drüber, reite drüber weg und pirsche mich sozusagen jede Runde so ein bisschen näher ran, jeden Tag ein bisschen näher ran, weil wenn man da selber ein Ding draus macht, dann gibt man den Pferden hier noch mehr Anlass. Aber ihr seht jetzt hier schon linke Hand wieder, deutlicher Unterschied zur rechten Hand. Hat er schon viel mehr Sicherheit. Klar guckt er mal, gar keine Frage, ne? Aber er bemüht sich wirklich nach allen Regeln, das richtig zu machen, was ich da oben drauf, ich Minion von diesem großen, langbeinigen Pferd unter mir möchte. Also wirklich, auch wenn ich das jetzt so anschaue, ich sehe das gerade tatsächlich das erste Mal, auch selbst wenn ich das hier kommentiere. Klar habe ich mal kurz reingeguckt, aber bei weitem habe ich nicht so viel gesehen, weil ich gar keine Zeit dazu hatte. Aber ich finde, das kann sich schon wirklich sehen lassen. Ne? Und ich habe euch das jetzt einfach hier ungeschnitten reingepackt. Und ich werde gleich noch ein paar Sequenzen haben. Die sind ungelogen. Das wird mir vielleicht der ein oder andere nicht glauben, aber ich versichere es euch. Vom Folgetag, heißt also vom zweiten Mal reiten, der war 3 Tage da. Dieses Pferd lernt so unglaublich schnell. Wir haben dann auch Freispringen mit ihm schon gemacht, also mit allen so ganz klein, dass sie sich dran gewöhnen, werdet ihr alles im Vlog auch sehen. Aber hier seht ihr wieder deutlicher Unterschied zur linken Hand. Rechtsrum lässt sie sich auch viel mehr ablenken. Gut, da geht es natürlich auch zum Ausgang raus, ne? Da seht ihr mehr. Aber auch die Bande ist auf der linken, Quatsch, auf der rechten Hand viel gruseliger als auf der linken. Manchmal ist es komisch, ne? Aber es ist tatsächlich völlig normal. Naja, aber ich wollte eigentlich sagen, dass er diese Aufgabe, die er jetzt so bekommt hier mit dem Beritt, so toll, dankbar und zufrieden annimmt, das macht einfach nur riesig Freude. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass die anderen Pferde das nicht machen, die jetzt neu sind. Die sind auch total brav. Bei dem anderen Wallach ist schon der ein oder andere Bocksprung mal dabei. Der hat ein bisschen mehr Temperament einfach, der ist ein bisschen frecher. Aber alle drei sind ganz tolle Pferde. Aber bei ihm hatten wir halt jetzt gerade das Glück, dass meine Mama das alles gefilmt hat mit einer etwas wirren Wechsel. Mit einem etwas wirren Wechsel der Kameraperspektiven, aber egal, damit können wir alle leben. Aber ich finde es wirklich krass, jetzt hier zu sehen, wie die Unterschiede links, rechts sind. Und schwuppdiwupp sind wir schon bei den Folgesequenzen. Also ihr seht, man könnte es mir nicht glauben, ne? Aber wie gesagt, ich schwöre, dass es am Folgetag war. Wie gesagt, da hinten Tor ist ein bisschen gruselig gewesen. Am nächsten Tag hatten wir das Thema auch schon gegessen, aber wie toll macht er sich. Nach 2 Tagen, das ist wirklich nicht zu glauben. Und ich kann euch sagen, der hat verdammt viel Schwung. Sieht man auch, wie lang die Beine sind. Aber er lässt sich, klar, man muss sich selber auch anstrengen und Bauchmuskeln beweisen, aber er lässt sich richtig toll aussitzen. Jetzt hier auch der allererste Galopp, richtig schön reingelaufen, nicht angesprungen. Na klar, das kommt alles mit der Zeit, ne? Das verstehen wir alle. Aber so von den Grundgangarten und von allem her
ein ganz, ganz, ganz tolles Pferd. Freue ich mich sehr auf die weitere Ausbildung, auf den weiteren Weg. Und jetzt verabschiede ich mich.